Lange, lange Zeit still, zumindest hierzulande. Jetzt hat Motorola hier in London heute das Moto G vorgestellt. Um aber eins gleich vorweg zu sagen, es handelt sich nicht um sozusagen die europäische Variante des Moto X, die ja in den USA schon seit geraumer Zeit erhältlich ist. Das ist ja so ein Oberklasse-Bolide mit 10-Megapixel-Kamera, Videos in 4K, hast du nicht gesehen. Das hier ist tatsächlich ein Low-Budget-Modell für Einsteiger, deswegen nenne ich den Preis auch diesmal ganz am Anfang. 169 Euro die unverbindliche Preise. Empfehlung für die Version mit 8 GB, 199 für die Version mit 16 GB. Das heißt, da dürften dann Straßenpreise von so unter 150 und vielleicht so um die 180 Euro dann realistisch sein. Und das ist mal ein strammes Angebot, denn da steckt ja doch einiges drin. Beginnend beispielsweise mit dem Quad-Core-Prozessor, der Qualcomm Snapdragon 400, also 4 Kerne a 1,2 GHz, 1 GB RAM, also da ist ordentlich schon was drin. Und wenn man sich das mal ansieht hier, gut, jetzt ist es erstmal nur das Menü, aber trotzdem, das geht alles ratzfatz, hier ist noch nichts eingetragen. Aber trotzdem, da habe ich jetzt ein sehr gutes Gefühl dabei. Also das ist schon was Ordentliches, das ist kein Low-Budget-Prozessor. Auch das Display kann man wirklich nicht drüber meckern. 4,5 Zoll, 720x1280 Pixel. Da kommen wir dann angeblich auf eine Pixeldichte oder Schärfe von 329 ppi. Das ist sehr ordentlich, wie man auch sieht. Hier diese kleinen Buchstaben hier im Menü, beispielsweise hier auf den Homescreens. Hier ist jetzt nicht viel vorinstalliert. Aber trotzdem, man kann es ja lesen. Und auch hier, weiß auf schwarz, ist ja immer ein bisschen schwieriger zu lesen. Schöne Kontraste. Kein AMOLED, kein IPS, ganz normales TFT. Aber trotzdem, das macht alles, finde ich, einen sehr, sehr schönen Eindruck. Es handelt sich um Android 4.3 und diesmal in dem Fall, jetzt ihr wisst, Motorola gehört inzwischen zu Google, ist das Update auf Android 4.4 garantiert. Ein Termin hat man jetzt noch nicht so wirklich genannt, aber angeblich, habe ich jetzt mal gehört, soll es wohl so Anfang nächsten Jahres werden, 2014, dann gibt es das Update auf 4.4. Ein Feature habe ich aber schon entdeckt, habe hier schon auch ein bisschen was mit rumgespielt, deswegen muss ich da jetzt hier mal zurück kurz gehen, ist nämlich, wir sind jetzt hier in der Galerie. Hab hier mal ein Foto aufgenommen. Da gibt es nämlich schon diesen kleinen Stylus hier unten, diesen Stift, dieses Icon, da kann man dann drauf tippen. Und das habe ich jetzt gerade erst auf dem Nexus 5 gesehen, das ja bekanntlich mit Android 4.4 läuft. Da sieht es nämlich ganz genau so aus, dass man da verschiedene Filter hier schon drüber legen kann und auch verschiedene Rahmen hier anpassen kann und anlegen kann, wie es halt gefällt. Zuschneiden sowieso, völlig klar, aber hier hinten diese Anpassungsmöglichkeiten, die finde ich ja schon mal wirklich enorm, wenn man sich überlegt, es handelt sich ja doch um ein Smartphone. Hier gibt es ordentliche Features bis hin, wie gesagt, dass man das über die Kurve, über die Farbkurve beispielsweise verändern kann. Also das ist schon ein ja, fast semi-professionelles Feature, muss ich sagen. Also da kann man einiges mit anstellen, hier schon richtig schöne Fotos kreieren. Also das, wie gesagt, ist schon mal eine Art Feature-Vorschau für Android 4.4. Das ist jetzt, wie gesagt, hier auf dem Moto G auch schon drauf. 5-Megapixel-Kamera hier hinten ist jetzt nicht die Welt, muss man sagen. Videos in 720p, aber wie gesagt, ein Einsteigergerät halt, kann man auch bei dem Preis nicht wirklich meckern. Vorne gibt es noch eine Frontkamera mit 1,3 Megapixel, Videos ebenfalls in 720p. Ja, LTE darf man, glaube ich, zu diesem Preis noch nicht erwarten. Dual Cell HSDPA ist allerdings auch nicht drin. Deswegen bleibt es beim Basis HSPA Plus mit 21 Megabit pro Sekunde. Ist ja jetzt auch nicht gerade wenig. Bei Wireless LAN muss man auf 5 GHz verzichten. Da arbeiten wir also sozusagen im klassischen 2,4 GHz Band BGN. Und das heißt also, das reicht ja den meistens auch durchaus aus. Nur eben halt, wenn es dann mal voll ist und besonders schnell gehen müsste, wären 5 GHz jetzt nicht schlecht. Aber auch darauf kann man verzichten. Ja, die Rückseite kann man abnehmen. Allerdings, wie man sieht, der Akku ist leider etwas fest eingebaut. Und da muss man jetzt so mal ein bisschen näher ranzoomen. Denn das muss man auch mal gesehen haben. SIM 1, SIM 2. Das heißt, es handelt sich, wie man vorher gerüchteweise auch gehört hat, tatsächlich um ein Dual-SIM-Gerät. Das heißt, ich kann zwei SIM-Karten gleichzeitig betreiben. Dummerweise nicht in Deutschland. Also dieses Modell wird es leider bei uns so nicht geben, zumindest in absehbarer Zeit nicht. Ob es irgendwann mal kommt, weiß ich nicht. Also derzeit heißt es, jetzt kommt nicht. Und was ich echt schade finde, man hätte ja sagen können, dann wenigstens anstelle des zweiten SIM-Slots gibt es dann eben halt hier einen Slot für SD-Karten, dass man den Speicher erweitern kann. Aber auch das ist nicht der Fall. Also das Ding ist einfach dicht. Da folgt offenbar Motorola tatsächlich dieser allgemeinen Google-Strategie, die man ja auch bei den Nexus-Geräten
hat, dass man sagt, es gibt keine Speicherkarte, ja, unsicher und macht den Nutzer ja nur irgendwie verrückt, Ablage A, Ablage B, was weiß ich, das sei alles viel zu kompliziert, kann ich jetzt zwar überhaupt nicht nachvollziehen, aber gut, so ist nun mal die offizielle Argumentation, dem scheint jetzt hier auch Motorola zu folgen, gehört ja, wie gesagt, zu Google mittlerweile, von daher ist das jetzt halt so und deswegen möchte ich auch dringend raten, 8 GB, wir können uns hier mal in den Einstellungen das anschauen, sind natürlich immer nur der Bruttowert. Und wenn wir da jetzt hier mal schauen, wo haben wir denn hier Speicher? Genau, das ist jetzt die 8 GB Version. Davon bleiben dann, gut, ein paar Sachen sind jetzt drauf installiert, 3,86 GB verfügbar. Lass es knapp 4 GB sein. Das heißt, von 8 GB bleiben noch 4 netto übrig. Und das ist natürlich schon arg wenig, muss man sagen. Also selbst für Einsteiger, denn ich habe, wie gesagt, Fotos, Videos, Musik, Apps, Nachrichten, ein paar Dokumente. Da kommt schon schnell was zusammen. Und gerade wenn es ums Gaming geht, mein Gott, da gibt es ja heutzutage Games, die schon mal locker bis zu 2 GB belegen. Also wie gesagt, 4 GB sind da wirklich nichts, auch für ein Einsteigergerät. Das ist ja so gedacht nach dem Motto, okay, bisher hat jemand ein Feature-Phone, diese einfachen Dump-Phones, also nicht mit permanentem Internet und so weiter, und der steigt jetzt um, ist natürlich vom Preis her verlockend. Klar, aber der wird auch relativ schnell auf den Geschmack kommen, würde ich mal sagen, dass er sagt, ich habe halt meinen Play Store, gut, Verbindung haben wir jetzt hier nicht, mit allem drum und dran. Es gibt so viele Gratis-Apps, eine schöner als die andere. Da sind 4 GB wirklich relativ schnell weg. Deswegen dringender Rat, echt zur 16 GB-Version zu greifen. Für diese 20, 30 Euro Straßenpreisunterschied würde ich sagen, das ist auf jeden Fall die Sicherheit wert, dass man sagt, auch in 2 Jahren komme ich dann auch locker mit über die Runden, weil nichts ist schlimmer, dass man sagt, ich bin unterwegs, schönes Fotomotiv und dann ist der Speicher voll. Also das ist nicht so ideal. Ja, mit dem Akku muss man halt mal gucken. 2070 mAh ist nicht viel, vor allen Dingen, wie gesagt, angesichts eines 4,5 Zoll Displays und angesichts eines Quad-Core-Prozessors. Da müssen wir jetzt einfach mal sehen, wie lange das Ding dann tatsächlich über die Runden kommt, im Normalbetrieb sozusagen. Deswegen würde ich mal sagen, wer noch ein bisschen Zeit hat, vielleicht kurz abwarten. Die Testgeräte sollen relativ schnell kommen, denn das Gerät soll auch jetzt auf jeden Fall noch im November, wahrscheinlich sogar schon nächste Woche, auf den Markt kommen. Und dann auch dementsprechend die Testgeräte verfügbar sein. Deswegen würde ich mal sagen, mal ganz kurz noch abwarten, wie sich das ganze System dann eben halt in der Praxis schlägt, kann man da relativ schnell herausfinden und konkrete Angaben zu machen. Und deswegen muss man da mal sehen, weil es bringt ja nichts, wenn ich zwar ein günstiges Gerät habe, aber wo ich selbst als Einsteiger sage, dass es nachmittags dann schon eng wird, das bringt jetzt nicht so viel. Also da hätte man, glaube ich, wenn man da so bei 2600, 2800 mAh gewesen wäre, hätte man sagen können, das wird passen, aber so muss man mal abwarten. Aber vielleicht hat ja auch Motorola/Google hier am System jetzt einiges geändert, dass man sagt, das ist relativ energiesparend geworden, das ganze System, dann muss man das jetzt auch wirklich erstmal abwarten, da will ich es auch nicht vorverurteilen, könnte aber wie gesagt ein Problem werden. Ansonsten möchte ich noch einmal ganz kurz zeigen, es gibt halt jede Menge Zubehör auch noch und zwar, wie gesagt, man kann hier unten diese Schale abnehmen. Dafür gibt es dann auch noch Austauschschalen, sogenannte Shells. Da behauptet Motorola, spricht da von 17 verschiedenen Varianten, also nicht 17 Farben. Es kann offenbar auch verschiedene Designs geben, die allerdings nicht alle nach Deutschland kommen werden. Diese hier, die sollen angeblich alle nach Deutschland kommen. Da gibt es schon mal jede Menge bunte Farben auf jeden Fall. Preis wurde jetzt hier offiziell noch nicht genannt, aber so, was ich gerüchteweise gehört habe, soll der gar nicht so hoch sein. Also sagen wir mal so wahrscheinlich um die 10 Euro. Und dann gibt es noch Flip-Shells, das heißt, die funktionieren nach demselben Prinzip. Also wird hier hinten Austauschrücken drauf gepappt, so. Und der hat dann hier an der Seite sozusagen zum Umklappen beziehungsweise auf der Seite noch einen Displayschutz. Und wenn man den öffnet und abnimmt, soll dann automatisch auch das Display eingeschaltet werden. Das halt zum Displayschutz. Auch da habe ich jetzt noch keine Informationen, was den Preis betrifft. Würde ich jetzt aber mal so vermuten, so zwischen 15 und 20 Euro dann wahrscheinlich. Und die sollen jetzt auch alle zum Marktstart im November noch verfügbar sein. Ja, ich glaube, das reicht dann auch schon mal als erster Eindruck. Also ist nicht schlecht, liegt sehr gut in der Hand, muss ich sagen, mit diesem gewölbten Rücken, auch wenn 143 Gramm jetzt nicht wenig sind.
bei der Gelegenheit die Maße vielleicht nochmal ganz kurz nennen. Das sind 66 x 130 mm. Und hier an den Seiten hat es, ich habe es jetzt nicht nachmessen können, behauptet Motorola 6,0 mm. Hier in der Mitte an der dicksten Stelle 11,6 mm. Und durch diese starke Wölbung, wie gesagt, sehr angenehm. Und diese 143 Gramm finde ich da eher wertig. Das fühlt sich gut an. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, wirklich sehr gut verbaut. Also wenn man das hier versucht zu verwinden, also da knarzt und wackelt jetzt nichts. Und vor allen Dingen drückt sich halt auch das Display nicht durch, beziehungsweise von oben die Glasfläche auf das Display. Also das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Und wenn man dann sagt, ich lande hier oder starte hier bei 150 Euro, wie gesagt, realistisch lieber 16 GB Version, so 170, 180 Euro, finde ich, ist auf jeden Fall ein akzeptabler Preis für Einsteiger auf jeden Fall. Alle, die in der Mittelklasse und in der Oberklasse so eher wandern, Oberklasse wahrscheinlich gar nicht, Mittelklasse hängt wahrscheinlich von der Akkuleistung ab. Müssen wir halt dann mal sehen, wie das aussieht. So, das soll es jetzt auch wirklich gewesen sein als erster Eindruck des Motorola Moto G. Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit.